Ja, herzlich willkommen aus dem VfB-Trainingslager in Marbella. Der VfB-Tross ist heute angekommen an der Costa del Sol. Pünktlich um 8.25 Uhr ging der Flieger am Flughafen Stuttgart los und ist ebenso pünktlich in Malaga gelandet. Auf dem Hinflug sorgte ein Fluggast für ein bisschen Erheiterung, der sich nicht nehmen ließ, von jedem VfB-Spieler unbedingt ein Autogramm haben zu wollen. Und ich glaube, sie hat es dann auch am Ende geschafft. Für den VfB ging es dann mit dem Mannschaftsbus weiter zum Hotel in Richtung Marbella. Das ist ungefähr 40, 50 Kilometer von Malaga weg. Dort wurde dann Quartier bezogen. Dann ging es um 16 Uhr auf den Trainingsplatz. Da haben wir schon für euch berichtet. War ja ein lockeres Beine aufwärmen, eine knapp 50-minütige Einheit mit dem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo. Ein bisschen 5 gegen 2, ein bisschen Dehnungsübungen. Und dann ging es für die Mannschaft auch schon wieder zurück. So richtig los geht's dann ab morgen, ab Samstag, wo dann jeden Tag 2 Trainingseinheiten auf dem Programm stehen. 2 Testspiele sind auch schon festgelegt. Einmal gegen den FC Basel am Montag und dann gegen den ungarischen Verein FC Fehérvár am Samstag. Wir sind für euch natürlich wie gewohnt am Ball mit unserem Live-Blog bei meinvfb.de, bei scn.de, über unsere sozialen Kanäle. Seid dabei, verfolgt uns und wenn ihr Fragen habt, meldet euch jederzeit bei uns. Schöne Grüße aus Marbella.